Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Oddworld Strangers Vergeltung HD. Ja, das letzte Mal haben wir den Auftrag angenommen, Maggie McGraw zu fangen, der ja in der Apple Farm abhängt. Und da scheinbar irgendwas gemacht hat. Wenn wir gleich mal vorbeigehen. Und vorher haben wir den guten Newton Jean befreit. Aha. Ist wohl irgendwo im Mongotal. Vielleicht hat im Mongotal die Kanalisationsfeld für den Rest seines Lebens unter nervösen Zuckungen leidet. Naja, so ist das. Jeder, der in die Kanalisation fällt, hat Zuckungen. Und ey, Leute, hier ist noch so ein Fass. Ein Rapture Farms. Mudukon Pops. Fass. Lecker Mudukon Pops. Na gut. Gibt's hier noch was Schönes oder Spannendes? I don't think so. Was ich ein bisschen schade finde, dieses Feature des Gefängnisses gibt's leider nicht mehr nach der zweiten Stadt. Nach der ersten mal nicht. Weil es ja auch ein bisschen storymäßig da eingebunden wurde, dass halt der Bolz. Der Bolz Booty oder Blisters Booty? Ich glaube Bolz. Seinen Bruder halt befreit. Aber es ist irgendwie ein bisschen schade, dass es hier dann nicht mehr da ist. Ach, Eugene! Kannst du das Tor reparieren? Mit meinem Laptop könnte ich es wahrscheinlich öffnen, aber ich will dir jetzt keinen unnötigen Ärger aufhalten. Okay. Wie wär's denn, das Tor zu öffnen? Ja? Ich versuch das ohne die Schaltbilder zu richten. Da du mich schon gerettet hast, will ich dir nicht unnötig Ärger aufhalten. Na gut, dann mach mal nicht, ne? Sollte Meagly McGraw auf dieser Farm schnappen. Genau. Sobald wir McGraw haben, befreien wir die Töchter des Farmers. Die Töchter des Farmers. Der Stranger? Verdammt. Die Leute hören immer auf zu reden, wenn man zu weit weg ist. Bisschen ungünstig. Ich bin gerade tatsächlich am Suchen vom Gefängnis. Also, ich bin mir sehr sicher, dass es hier keins gibt, aber es wäre echt cool, wenn ich das jahrelang übersehen hätte. Aber sieht irgendwie nicht so aus. Das würde wahrscheinlich auch dann da drüber stehen. Naja. Gehen wir mal Richtung Apple Farm. Zu dem Farmer, den wir ja letztens irgendwann mal geraubt haben. Aua. Und uns als Wachmann ausgegeben haben. Ist ja direkt hier vorne schon. Oh mein Gott. Was da passiert? Können wir in die Stadt eigentlich blicken von hier aus? Nö. Die gute Farm. Ich habe nichts gedrückt. Hilfe. Oh mein Gott. Die armen Hühnchen. Hä? Ich komme nicht durch. Danke. Lasst gefälligst niemanden auf diese Farm, verstanden? Das war eine doppelte Verneinung. Hab ich gehört? Ihr Trottel, lasst gefälligst niemanden auf die Farm? Ich wusste, das ist eine doppelte Verneinung. Ja, jagt es hoch. Okay, jagt es hoch. Die gute Farm, ey, die existiert wohl nicht mehr. Na gut, dann werden wir mal hier erstmal ein bisschen stealthy wieder vorgehen. Coole Musik. So, da unten ist irgendjemand gewesen. Hier sind aber auch echt viele wieder unterwegs, wenn man auch mal in das Haus guckt. Wo ist der denn eigentlich da? Hängt der hier? Ja, da ist er. Verdammt. Ah, hat der gut geklappt mit dem Stealth sein. Wer hat uns da... Ach, die beiden. Von dem Job krieg ich Blähung. Moment. Ich hab immer Blähung. Wow. Wenn die uns jetzt nicht sehen, dann ist alles cool. Verdammt. Enttäuscht mich nicht!
Nee, musst du nicht. Aber wirst du noch. Oh, hoppa. Um mich zu bekommen, musst du erst meine Gang erledigen, Traitor. Seine Gang. Schön mit dem Oppel-Gefäß, nicht Gefäß, hinter der Oppel-Kiste verstecken. Hey da, nicht die guten Äpfel. Sind das alles Gegner da drin? Oh ja, wirklich. Ist aber nett von dir. Alter, sind die viele. Yo, yo, yo. So. Wow, der hat uns nicht gesehen, der Typ. So. Können wir sogar ganz gut clearen hier gerade. Ich finde cool, das Spiel kam ja 2005 oder so raus, wie die wirklich noch so darauf reagieren, wo man vorher stand und so. Also die KI ist natürlich jetzt nicht die super beste, aber trotzdem finde ich das irgendwie cool, wie die das hier machen. Zack. So. Guck mal, nur noch zwei übrig. Ging ja doch irgendwie relativ easy. Bei der Anzahl hätte ich echt ein bisschen mehr Schwierigkeiten erwartet, aber es war auch echt gut in dieser Säule da. Oh, doch nur noch der. Go away. Zeig dich, Migli. Ich weiß, du bist hier. Was? Er ist dahinter? Bist du bereit, Stranger? Tot oder lebendig, dein Hintern gehört mir. Wow! Komm, Shorty! Mach mir ihn fertig! Shorty? Komm schon! Ah. Genau, gegen Shorty müssen wir nämlich grob vorgehen. Denn Shorty können wir nicht einfangen. Wow, die Fuzzles machen ja gar keinen Schaden. Ah, die prallen direkt wieder ab, sehe ich gerade. Oder? Ich bin der König der Welt. Das macht gut Damage. Aua. Drückt aber auch ordentlich rein. Ich glaube, ich hebe mir aber ein paar davon auf. Weil ich mal wissen will, wie viel Schaden die dann halt machen, ne? Schnell weg hier. Wenn du tot bist, tanze ich auf deiner Leiche, Volker. Okay. Tanz halt auf meiner Leiche. Wow, wo läuft der denn jetzt hin? Moin! Tschüss! Du kriegst mich nicht, Blattfuß! Kann doch nicht sein, dass der so viel Schaden über so eine Distanz macht mit einer Flinte oder was der hat. Na komm her! Das Schöne ist, ihr werdet gleich sehen, danach ist er voll der König der Welt. Und zwar jetzt. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Boah, easy, mit dem neuen Nachlader von den Gürtelkäfern macht man das echt gut. So bringt man sie zum Schweigen. Okay, Stranger. Alles ist gut. So
Sollte zurück in die Stadt und für McGraw abkassieren. Sollte zurück in die Stadt und für McGraw abkassieren. Was ist mit den Töchtern des Farmers? Da warte ich doch jetzt noch ein paar Leute hier. Wann ist die Töchter hier? Help. Sollte zurück. Komm mal da rein. Sieht nicht so aus. Irgendwie von hinten oder so? Ich würde sie ja gern befreien, ne? Könnt ihr ja nochmal ein bisschen umgucken. Ist ja eigentlich eine ganz coole Gegend. Der ging jetzt echt flott, oder? Würde ich mal sagen. Aua. So, man kommt hier, glaube ich, auch irgendwo nach oben nochmal so richtig. Was machst du denn hier? Oh Gott. Mit dem wollte ich eigentlich nicht ballern, sondern mit ihm hier. Hier ist auch zu. Da kommt man auch, glaube ich, rein. Ich brenne. Hilfe. Können wir nochmal nach oben gucken bei dem Geld, was damals da war. Ah, ne, okay, hier ist auch nichts mehr. Zack, zack, zack. Die ganzen Fuzzles. Aua. Ne, ist irgendwie wie ausgestorben hier, ne? Naja. Schade. Ich dachte, wir können hier wirklich jemanden befreien. Ach so, genau. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ihr habt vielleicht in dem kurzen Clip schon gesehen am Anfang. Mit der doppelten Verneinung. Dass hier drüben ein wenig Money war. Tada. Zack. Das lassen wir uns doch natürlich nicht. Lassen wir uns nicht umgehen. Das klingt irgendwie sehr falsch. Entgehen. So, das war's. Wow, ey. Dass mir dieses Wort nicht eingefallen ist. Na gut, ich glaube, wir können so langsam abziehen. Wobei ich euch noch zeigen möchte, wie man darauf kommt. Hier einfach, oder? Na, sieht so aus. Hätte man vielleicht noch ein bisschen anders stealthy hier umgehen können. Wenn man von oben hier so ein bisschen alle Leute ausschaltet, weil die sehen ja, oder die sind ja so ein bisschen blind, wenn man über denen ist. Ist euch vielleicht aufgefallen. So, kommen wir erstmal aufs Dach von dem Gebäude hier, von dem Farmhaus. Auch eigentlich geil, hätte ich mal machen sollen. Na gut, ziehen wir mal ab. Viel gibt's ja nicht mehr. Aua. So, warte mal, hängt hier ein Hühnchen? Wow, sie haben wirklich ein Hühnchen hier aufgepackt. Aufs Feuer. Ja, ein bisschen Money oder so. Nö. Na gut. Sollte zurück in die Stadt und für McGraw abkassieren. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Nö, ne? 350 und 60. Oh, Alter. 14 und 17. 17 Leute waren hier. Und es ging so easy. Also vergleichsweise. Ich habe ja kaum Schaden bekommen irgendwie. War schon ganz geil. Kracht jetzt. Hä? Das Tor ist einfach zugegangen? Ich dachte, es kracht ein. Deswegen habe ich gerade so nach hinten geguckt. Ja, jetzt kommen wir da auch nicht mehr hin. Nun ist das Gebiet gesperrt. Wobei wir, wo wir mal hier sind, können wir noch mal kurz die Brücke angucken. Falls man da relativ schnell hinkommt. Das finde ich nämlich irgendwie so cool in diesem Spiel, dass man wirklich hier von Gebiet zu Gebiet zieht. Und halt immer noch irgendwie auf einer Map ist. Das finde ich hat irgendwie so ein Flair. Halt, dass man wirklich weiterzieht. Was ja eigentlich bei so einem Spiel nicht so üblich ist. Da ist es ja meistens so Level zu Level zu Level, früher auch gewesen. Bei Worlds oder sowas ist es ja klar. Aber irgendwie, ich finde, es hat was. Dass man immer so einen Strang hat, wie man halt quasi voranschreitet. Und theoretisch immer noch weiß, ja, da hinten müsste dann so das frühere Dorf gewesen sein und so. Wobei, wenn man überlegt, ich bin doch gerade da lang gelaufen, dann war hier die Brücke nach da oben. Also müsste es doch eigentlich hier sein.
Außer vielleicht hier hinter diesen Bergen. Na gut, gehen wir mal wirklich jetzt zurück langsam. So lange unsere Zeit, ne? Nach Busatzen. Und liefern McGraw aus. Knack. Ein paar Kakteen können wir immer mal mitnehmen. Hoffe, der Kopfgeldjäger ist okay. Soll mein Job gewesen sein. Und du weißt ja, was für ein Metzger das ist. Pff, er muss ein ernsthaftes Problem haben. Danke. Wo kamen wir denn da raus? Ach so, wahrscheinlich bei der Ruine, würde ich mal schätzen. Gut, gehen wir mal ab. Wie Bounty Store. Guten Tag. Wow, du hast Meagly McGraw und Shorty erwischt? Ja. Gleichzeitig? Mann, das ist einfach beeindruckend. Ja, finde ich auch, ne? Zack, 1310 mal wieder verdient. Und zuletzt bleibt hier in der Gegend Packratte Paluca. Paluca hat Eugenes Laptop gestohlen. Das mag sich nach einer Kleinigkeit anhören, aber auf dem Laptop ist das Energieversorgungsnetz der Stadt gespeichert. Aha, da hat er uns ja vorhin schon ein bisschen geteasert. Mann, wie böse diese Halunken hier mal aussehen, oder? Na gut, nehmen wir auch an. Gerade Paluca her, was? Du kannst nicht einfach auf seinem Schrottplatz auftauchen. Du brauchst ein Passwort. In der Stadt gibt's einen Informanten namens Gus, der Hass auf Paluca schiebt. Er hilft dir bestimmt. Rache ist süß. Wow. Und bei dem muss ich sagen, das ist echt schwer, den lebendig zu fangen. Ich glaube, das habe ich bisher nur... keine Ahnung, ein, zwei Mal hingekriegt insgesamt. Und auf dem schwierigen Schwierigkeitsgrad ist er nochmal ein bisschen heftiger. Von daher mal gucken, ne? Ich hab heute top aktuellen Kopfgeldjägerbedarf reinbekommen. Echt geil. Achso, ich wollte mal hier gucken. Ne, okay. Es gibt nämlich noch eine andere Käferart. Auf die ich mal gespannt bin. Mittlere Ausdauerboost. Noch mehr die Ausdauer erhöhen, okay. Machen wir gerne. Und noch eine größere Tasche nehme ich auch mit. Zack. Ich ruhig um und kauf vielleicht auch was. Ja. Hab dein Laden wieder leer gekauft. Gibt's überhaupt eine Gesundheitserhöhung? Kommt mir bisher irgendwie nicht so vor. Dieser Skass scheint nicht astrein zu sein. Sollte trotzdem mit ihm reden. Bin mir übers Gas nicht im Klaren, hab aber keine andere Wahl. ich muss noch mit Gas reden. Genau, der Gas, der in der Kanalisation abhängt. Gehen wir mal wieder rein. Und sehen nach. Frag mich, ob hier jemand ist. Halt sie hoch, wo ich sie sehen kann! Oh mein Gott! Schau her. Such hier nur einen Kerl, heißt's Gas. Ah, hast ihn gefunden? Was willst du jetzt? Bin hinter Paluca her und muss auf den Schrottplatz. Paluca? Ja, um an den Mistkerl ranzukommen, wirst du ein Passwort brauchen. Das Passwort lautet... Pff, wow. Wow, sagtest du? Jupp, genau das. Hol dir den hinterlistigen Mistkerl. Sagtest du... Düdüdüdüd. Ach, dieses... Wow, sagtest du das wirklich gerade? Oh, man. So. Oh, Mann, der Trainer muss irgendwie krank sein. Er ist ab und zu beim Doc wegen irgendeines Problems. Aha. Was weißt du über meine Krankheit? Ich suche nach Packrate Paluca. War er hier? Ja, verlasse die Stadt und gehe am alten Bohrturm vorbei, bis du zum Schrottgraben kommst. Palukas Schrottplatz ist auf der anderen Seite vom Tor. Okay. Palukas Schrottplatz, der hat so einen eigenen Schrottplatz einfach. Das ist jetzt meiner. Und am Ölbohrturm vorbei zum Junkyard.
Können wir nochmal kurz mit Eugene sprechen? Kannst du das Tor reparieren? Ich habe festgestellt, dass ich meinen Laptop doch brauche. Pakrate Paluka hat ihn mir bei meiner Entführung weggenommen. Aha, die haben wohl zusammengearbeitet, die Dandy Digger Gang und Paluka? Na, dann müssen wir den jetzt schnappen. Aber vorher noch ein paar Tierchen einsammeln. Denn das ist wichtig. So, wo gelangen wir denn hier hin? Wenn wir durch die Canyons laufen, voranschreiten. Aha. Ein paar Ruinen. So, gibt's da unten irgendwas Spannendes? Nö. Ich will zu Paluka und hab das Passwort. Es lautet, pack den am... Ich liebe es, wenn Leute das sagen. Okay, mach die Tür auf. Versuch keinen Dreck reinzutragen. Nee, nie doch. Ich muss Pakrate Paluka finden. Was ist das überhaupt für ein Name? Ja, das frage ich mich bei vielen hier von den Halunken. Ich muss Paluka dem Gesetz übergeben. Damit ich bezahlt werde. So sieht's nämlich aus. Zack. Nix drin? Na danke. Ich wollte doch schon sagen. Juhu, runtersliden. Zack. Da sind wir. Beim Paluten. Paluten? Beim Paluka. Aber bevor wir den dann schnappen und seine Jungs, würde ich sagen, war es hiermit erstmal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.